Heiter geht's weiter mit unserer munteren Reise durch Kokotopia. Wir befinden uns auf dem Weg zu... Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall sind wir kurz vorm Finale vom Kembalung. Und Erik, der ungeduldige Vogel, konnte es nicht abwarten und hat sich schon ein bisschen zu wenig, ich nenne jetzt einfach zu wenig, genähert. Und deshalb als Strafe darf er sich jetzt nicht begrüßen und liest einfach vor. Er vertont das jetzt hier. Jetzt muss es Erik in der Zuwoneng-Betonung vorlesen. Tja, Erisch, viel Glück. Okay. Also, so höret die weisen Lehren des Zuwoneng an. Ich zitiere. Der erhabene Habakala wird mich sicher mit Macht und Einfluss belohnen, wenn ich dich für ihn erledige. Du brauchst dir auch keine Mühe geben, leise zu sterben. Oh mein Gott, ich habe nicht so viele Emotionen von dir erwartet, Erich. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da glücklich, ich habe Lust, diesen Kampf zu machen. Okay, also, dann geh auch vor. Ich hoffe mal, du hast nicht zu wenig Leben. Oh, jetzt hast du meinen Witz von letzter Folge recycelt. Natürlich. Haben wir etwa zu wenig Witz? Oh, der hat ja kaum Leben. Ich kann echt nichts, was ist das denn? Haben wir etwa zu wenig Witze auf Lager? Wilhelm, mach deinen Stammbuch klar. Ja. Hol auch Amanda, die beiden müssen wieder vereint werden. Er ist ein Running Gag. Wilhelm ist zurück. Wer ist ein Running Gag? Zu Wilhelm. Wenig? Wie? Nein, Wilhelm. Wilhelm ist doch kein Gag. Das ist ein ernstzunehmender Alkoholiker, okay? Das sind zwei Worte, die ich niemals dachte, dass sie zusammenhören würden in einem Satz. Jetzt ist es geschehen. Ah, er prügelt also auf den Gehilfen ein. Hab ich eine Heilung? Nee, leider nicht. Hast du Amanda? Hab ich, ja. Hol sie. Warte mal, erstmal heile ich mich ganz kurz. Hol sie. Ja, okay, ist ja gut, ich hole ja schon. Danke. Amanda! Frau Mortadella! Amanda! Komm auf mein Brot! Mein Frühstücksbelag! Meine dieselbe Idee, zu essen. Sie sieht schon so einladend zum Essen aus. Sie ist blau, ich glaube, das ist nicht gut, wenn man das isst. Ah, so eine Gammelwurst. Ja, ich meine, komm, Nick, stell dir mal vor, der Mortadella wäre blau. Ah, ganz ehrlich, sie könnte ja auch die Verpackung sein. Bist du immer suspekter, weißt du das? Hey, Erisch, machst du den Boss? Zu Woneng hat gerade seinen Standpunkt gegenüber Mythos klar gemacht. Er mag es nicht so besonders gerne. Richtig. Wenn ich was Info dafür bekomme, dann ja, ich habe schon was auf der Hand zu angreifen und noch keinen vernünftigen Buff bisher. Gibt der erstmal was für den Hufninja. Okay, dann greift er jetzt schon an, weil sonst macht's Wilhelm kaputt. Was hat der denn gemacht? Blutfederer? Ja. Ach, Wilhelm trifft das sowieso nicht, alles gut. Nein, ich treff nicht! Wilhelm! Super, so dieser Schaden, 87. Kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, würde ich sagen, ne? Wilhelm, ich klopfe dir aufs Holz. Du hast einen Schlag geklopft. Warum klopfst du denn so mit deinem Knöchel, Erisch? Ich hast gehört, dass es mein Knöchel war, bei dem ich geklopft habe. Gut, oder? Kann man das hören? Ja, wie soll man sonst? Sonst hört es sich so an. Ich höre es nicht. Okay, ich gehe näher ran. Du weißt schon hinter uns Geräusche. Man hört doch einen Unterschied. Nee, ich höre leider gar nichts. Hä? Ach, oh Gott, warte, ich muss ganz... Ich atme einfach mal laut dabei. Hast du den Unterschied gehört? Wenn du sterben würdest. Der laute Ausatmer. Hast du auch jetzt den Unterschied gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Weißt du was, Erich? Ich mach's nicht nochmal. Jetzt sehe ich es nicht mehr ein. Reicht irgendwann nochmal. Ich habe wirklich ungelogen nichts gehört, das ist einfach so. Ganz ehrlich, ich mache einen Frosch, damit ich auch den anderen angreifen kann, ohne dass er ein Schild hat. Warte mal, der hat auch ein Schild gegen Ballons und gegen Sturm und Eis. Was mache ich jetzt denn? Heuschreckenschwarm. Der hat kein Ballonschild. Ja, aber Alter, das hat doch Eis im Sturm. Mach den Schwarm. Ja, Moment. Gott, ich kann nicht. Ich treffe mich nicht, wenn ich mit mir nämlich heilen möchte. Wie schafft man das?
helfende Hände. Weiß nicht, meine Maus ist zu empfindlich. Okay. Ich glaube, ich habe meinen richtig langsam eingestellt, weil ich keine schnellere Maus brauche. Ich auch langsam. Eben. Mit Schnelligkeit komme ich nicht zurecht. Das stimmt. So, dann stirb mal. Der letzte Hufninja fällt, Erik. Nein. Hufninjas. Ich werde euch vermissen. Falls ihr weiter für die Kratzfell. Oh, jetzt sehen wir hier den Feuerring. Ich nenne das tatsächlich immer Ring. Warte mal, der Feuerring? Warum Feuer? Der ist doch nicht Sturm, der ist tot. Ah, Standpunkt. Weißt du was? Apropos Feuer. Chance 1 zu 3, Amanda macht auch mit Angriff dazu. Alle hauen drauf. Der wird die Runde nicht überleben. Komm, Feuer. Dafür hat er zu wenig Leben. Boah, Erisch. Gut gezielt. Und mal wieder tötet Willi. Auch gut gezielt. Danke, danke. Wahrscheinlich war ihm das hier nicht genug Feuer und deshalb hat er Feuer heraufbeschworen. Natürlich. Du brennst ja schon überall, also diese Feuerbecken. Ja, ich bin wirklich dreist. Ich bin dreist. Ich bin nicht ja. dreist. Nix nur dreist. Ich bin ziemlich dreist. Oh, Level 5. Das bist du halt ich habe einen Level 25er Feuerstab bekommen, ernsthaft? Stab für Feuer oder ein Feuerstab? Für Feuer. Für welche Schule hast du? Ich habe einen Hut bekommen für Leben. Oh, der ist so gut. Ich will für meine Schule. Oh. Keine Sorge, du hast bald die Haste des Eisernen Himmels. Da kriegst du 10% extra Angriff. Ja, nee, ist viel zu langweilig. Die nehme ich deshalb, glaube ich, nicht. Oh, langweilig. Nicht langweilig, aber... Oh, ja, man muss spannend halten. Hamakala. Pest von Kotan. Schrecken von Hamamitsu. Höre mein Lied der Zwiet. Oh, los, sing, Wildschwein. Ich habe dir ein Gefäß gebracht, auf das du deinen rechtmäßigen Platz als Herrscher dieser Welt einnehmen kannst. Oh Gott, siehst du diese Hamakala-Statue, wie verstörend sie starrt. Siehst du vor allem die Gehilfen von dem hier? Das sind einfach Schüsseln. Thron aus Blut. Und was einst war, soll wieder sein. Was aber ist, wird vergehen. Weise Worte. Die Zeit der Zwietracht ist angebrochen. Naja, bleib schön da drin, Freundchen. Entschuldigt bitte, ich habe wirklich keine Zeit für so eine Legende. Viel zu spät zu meinem Termin in der Ach so, Beagle. Ja, wird da gefangen gehalten, in seinen Körper soll so ein Fürst der Dunkelheit fahren. Er so, oh verflixt. Entschuldigt meine Wortwahl, aber ich habe dafür echt keine Zeit für Bums hier. Sage mal, junger Zauberer, du siehst ich hab noch diplomatische Termine in Krokotopia. Würde dir etwas ausmachen, dir aus der Patsche zu helfen? Ja, würde es. Nein, alles gut, George, du bist eine Legende. Die Beschwörung ist doch nicht vollendet. Mächtiger Hamakala, hilf mir diesen närrischen Störenfried zum Schweigen zu bringen. Okay. Auf, dass wir das Lied der Zwietracht zu Ende singen. Erisch, ich glaube, wir sollten zuerst die Suppenschüsseln aufhalten, oder? Definitiv, die sind mir gefährlich, die sind wirklich gefährlich halt, Bildschreiner. Okay, renn rein! Und es könnte sein, dass wir in diesem Kampf mittendrin auch mal die Folge beenden, wenn es hier zu spannend wird. Nein, weil es einfach eine Weile dauern kann. Ich sag schon, es wird ein Schummelgegner. Aber das ist nicht so schlimm mit dem Schummeln. Es ist nur ein bisschen mehr Schaden, den wir abbekommen werden. So, und deshalb holen wir den Fürsten, der hier einiges reißen wird. Du, Nick, der ist einer der ersten Natur, weil er 100 Schaden bekommen wird. Nein. Das hält er aus. Sehe ich nicht ein. Ach Gott, die wollen erstmal alles auf den Katzen feuern. Ja, wir müssen definitiv erstmal die Schüsseln aufhalten, die Nerven. Sack. Oh mein Gott, die sind nervig. Oh, welches schlimmer, die einen lässt uns patzen. Also ich glaube, die Eisschüssel stört mich am wenigsten. Was hat sie bisher gemacht? Wilhelm! Wilhelm! Und die ersten 100 Schaden für uns. Aua. Ja, okay, ich sehe deinen Standpunkt, dass Wilhelm hast hier vielleicht nicht so nützlich ist in diesem Kampf. Nee, nicht wirklich. Maximal eine Runde und das ist auch alles, was er tun wird. Wollen wir einfach schon mal auf einen eindreschen gleich? Oh, ich könnte auch gleich einen Frosch machen. Dann buff ich mal. Ich dachte eigentlich, dass wir uns zusammen mit einer Runde auf den Sandsturm und Frosch konzentrieren und dann die zusammen umbringen. Ja. Drei Schüsseln. Ich habe aber keinen Ping bekommen. Solange halt den Katzen ein bisschen im Zaum hier.
Akzeptiere deine Schwäche, Tonkatsu. Du kannst sie nicht besiegen. Okay, ihr habt zwar keine Schwäche, ich könnte jetzt einen Frosch machen. Naja, mach nur deinen Bums hier. Ach, tatsächlich, das geht. Okay. Boah, das ist perfekt, ey. War jetzt nicht so hilfreich, aber ich meine, 30 Schaden weniger ist, nimmt man gerne an, oder? Okay, Erik, Angriff schon mal. Ich würde die tatsächlich gerne umbringen wollen, die Schüsseln, wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Geh noch ein bisschen buffen, bitte. Okay, mache ich. Dann setze ich mit denen hier. Okay. Ach ja, die ollen Schalen. Ich geh mal ein bisschen... Oh, bisschen, gut, dass ich der Sturmschale eben das Ding gesetzt habe. Da sollte ich ordentlich draufhauen. Die hat jetzt so ein Absorbieren bekommen. Mhm. Oh, war ja. Das tut richtig weh. Oh! Ich glaube, ich mach doch einen Frosch, bevor ich sterbe. Bin ich ganz ehrlich, ja, Erisch. Mach das, ist gut. Zögern bringt's bei solchen Kämpfen, ich bin ich ganz ehrlich. Nee, bei dem hier ist es. Lieber draufhauen, bevor man tot ist. Mein dritter Tod in dieser Staffel. Ich will jetzt nicht sagen, dass er unausweichlich war. Du bist Held gestorben. Ist okay. Erisch, jetzt hab ich. Ah, jetzt wird's eng. Ich brauche einen Super-Pip. Nein, es wird nicht eng! Du der nicht junge Ende. Willi! Ja! Ja! Ich bin wieder im Geschäft. Angriff? Ich hab einen Sandstein auf der Hand, ja. Komm. Hast Lust? Komm rein da. Ich greife mit dir an. Sehr gut. Die Wände überleben die Schüsseln. Oh, ihr Räudigen. Oh. Oh. Gott, diese Schüsseln sind halt... die werden noch ein bisschen Spaß machen für uns. Diese verdammten Suppenschüsseln. Es ist so. Ich schlürf euch aus. Was, der kann täuschen? Mama? Oh. Erik! Oh. Okay, das war jetzt besser, als ich dachte. Ich hatte richtig Angst gereicht. Dachte, oh nein, Erisch! Ich habe halt leider Täuschen und zwei Sturmfallen auf mir drauf. Es könnte gleich demnächst mal ein bisschen scheppern bei mir. Die greifen halt irgendwie nur mich an. Jetzt erst recht, weil du jetzt noch einen Frosch drauf gezaubert hast, aber... Ja, ich opfer mich für dich, Erisch. Ach, das ist so lieb von dir. Danke. Du Kavalier, du. Ja. Ich weiß. Boah, mach ich überhaupt 400 Schaden? Nee, das war kein 30er Falle. Absorbieren. Aber hey, ihr fallt das noch drauf. Oh, immerhin, das ist nett. Boah, die mach ich ja ordentlich Schaden gemacht. Das stimmt, der geht ja dafür drauf. Ach, stimmt, der Kerl ist Sturm. Nee, der ist Balance. Achso, der Tonkatsu ist Sturm, ja. Der Angriff ist Balance. Jaja, ich meinte den Kerl. Also Tonkatsu. Soll ich dich heilen gehen oder soll ich dich nicht heilen gehen? Heil mich. Sicher? Ja. Ich könnte gleich einen Humongo-Frosch machen. Hast du noch einen Angriff? Ja. Ich will endlich ganz gerne einfach den Schaden schon mal umbringen, da. Ich habe ein Spezialspiel auf der Hand für den Feuertypen. Ja, komm, töte erstmal. Ich hoffe mal, das reicht auch. Ich hoffe, mäßig Sturm oder Eis. Jetzt Feuer wäre ein bisschen unpraktisch, muss ich zugeben. Oh vielleicht, nein. Vielleicht kriegst das du mir überhaupt nicht. Gleich einen Super-Pip und... Ja, das war's mit mir. Oh, Donner. Prisma? Interessant. Das ist dumm von ihm. Ja, echt? Ich habe am meisten... Oh nein, ich hab Feuer bekommen. Schade. Ja, ziemlich viel so... Das macht ja gar nichts. Echt ziemlich gute Resistenz tatsächlich, diese Schalen. Yep. Wird ein anstrengender Kampf, Erisch, aber wir beide packen das. Ja, definitiv. Und ich habe mich übrigens dazu entschieden, diesen Kampf in die ganze Folge zu packen. Heute mal eine Folge mit Überlänge. Ja, Herr Schatten freut sich so. Ich bin voll. Ja, packt ein, ihr Luschen. Ihr könnt gar nichts gegen Willi Eisenhain. So, und jetzt setze ich mir noch eine schöne Dreierklinge. Ich bin bereit, ordentlich auf die Kacke zu hauen. Könntest du vorher das Turmschild wegmachen? Wärst du so lieb? Ja, kann ich. Warte. Moment. Aber kurz mich heilen. Naja, bauen uns zwei Runden bis zum Angriff. Greif mich ruhig an. Ich bin voll. Das wirst du gleich bereuen, dass du das gesagt hast. Aber Erik, ich war mir so sicher, ich sterbe. Ich war schon zweimal in diesem Kampf kurz vor Tod. Vor allem zweimal kam er schon und rettet mich.
Und er heißt inzwischen ja der junge Willi. Vergiss ja, es nicht. Der junge Willi, stimmt ja. Ich werde mich nicht dran gewöhnen, es tut mir leid, es ist einfach ein Schatten für mich. Für mich auch, bin ich ganz ehrlich. So, okay, ich würde mal sagen, mache ich schon mal bei dem Kerl gleich einen Stand. Ich mache gleich einen Frosch. Das tut allen dann weh. Das ist gut. Oh, warte, nein, stopp. Ah, shit. Nee, ich hau schon mal das Schild drauf. Ja, das Schild weg. Die haben es echt mit dem Katzu, kann das sein? Die wollen den gerne diesen Kampf regeln sehen. Ja, oh ja, oh. Dann reicht aber auch mal. Aber wir alle wissen, dass Willi Eisenheim diesen Kampf regelt. Weißt du, was jetzt cool wäre? Hm? Ein schöner Mana-Brand. Oh oh. Oh oh! Oh oh! Nee, was ist das denn? Ein 5-Piff-Angriff. Oh, Katalas. Das wird. Ja, du bist tot. Glaube ich. Nein! Ich hab ja umgewandelt in Mythos, die Idioten! Ich hab sehr viel Mythos-Resi. Stimmt. Komm schon. Ja! Ich wäre eigentlich so tot. Ich wäre so halt, tot Alter, gewesen. Das ist halt schon echt hart hier. Oh. Minus zielen. Keine Sorge, ich. Ich setz mir jetzt eine Falle. Ach, stimmt, und Opfer ist so weg. Hm? Boah, dann? Ich treffe. Oh Gott, abbekommen? Bitte lasst mich bis zu meinem Angriff überleben. Ja, ich sollte. Hoffentlich. Kann ich nochmal heilen gehen, sonst vielleicht vorher? Okay. Kann ich nicht, nein. Nee, kannst du nicht. Wieder einmal bin ich kurz vorm Sterben. Inwiefern ist das vor? Täuschen auf den Boss? Ja, genau das habe ich vor. Mach. Bitte überlebe, Nick. Man kann zu nimm mich, ich bin unwichtig. Das ist okay. Das ist. Ja, von mir aus. Das Täuschen kommt erst jetzt. Der beide Fallen aufgelöst, oder? Das ist nicht cool. Oh oh. Ich bin greift er an. Ja! Er passt! Oh mein Gott, Erich, das könnte jetzt einiges reißen. Oh, von Maya, du schaffst das. Okay, Willi, Konzentration. Willi? Ja! Willi! Oh mein Gott, sagte ich in der letzten Folge nicht, dieser Kampf wird nicht so emotional. Immer wieder harmonisch emotional, ist in Ordnung. Kavatz! Die erste platzt! Und man nicht mehr braucht. Und da platzt schon die zweite! Niemand legt sich mit Willi Eisenhain an! Erzählt es euren suppigen Enkel! Noch schade. So, jetzt bin ich gespannt, was geht der jetzt ab? Oh mein Gott! Tja, ja, der Willi. Unwichtig. Erik, kannst du mich heilen? Ich fürchte, das wird schwierig mit dem Heilen gerade. Ich hab ein bisschen Todesangst. Nur so minimal. Ich hab noch keine Heilung auf der Hand gerade. In einer Runde könnte ich. Wenn du mich da überlebst, heißt das, wenn du siehst, kannst du Pips, siehst du auch, ne? Und er will 100% mich angreifen. Kannst du. Ah, nee. Ich kann die Schale umbringen. Hm? Hoffentlich. Tim, du schaffst das, du machst Schaden. Ich werde sterben. Ja, nachdem gut, ich oder? So heldenhaft war. Oh, die Katze auch noch. Absoluter Overkill. Willi. Erich, schätze mich bitte heil, ich würde ungern jetzt fliehen. Ja, glaube ich dir. Wie gesagt, ich gehe nochmal ganz kurz die Fahne da auflösen. In ein bisschen Sand. Oder auch nicht. Und die diesen Kampf so viel gerissen hab. Aua. Ja, verstehe ich. Wenn ich in Heilung komme, dann sage ich dir direkt Bescheid. Dann hau ich sie auch direkt drauf. Ah, mein dritter Tod. Ich hab Amanda bekommen, klasse. Hast du überhaupt noch Heilung, sonst würde ich fliehen. Ja, du kriegst einen starken Angriff. Soll ich fliehen? Angriff? Von ihm. Er hat so viele Pips. Ja, und ich hab viele Fallen drauf. Ja, kannst du machen. Bitte greif mich nicht an und töte mich nicht. Ich hab echt viele Fallen auf mir drauf. Könnte gefährlich werden. Das hab ich jetzt gesehen. Oh, man muss den ganzen Weg laufen. Ohne Hans Christian auch noch. Oh nein, nein, keine Katze. Okay, ich habe nur eine Falle drauf, wie es aussieht.
Oh Gott. Ja, es war alles die gleiche Falle, die ich hatte, wie es aussieht. Alles 20. Erik, keine Sorge, Willi ist wieder auf dem Weg. Die Schale ist tot. Sehr gut. Oh, aber ich bin diesmal echt als Held gestorben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe die ganze Zeit die Aufmerksamkeit der Gegner auf mich gezogen. Dann noch einige mit in den Tod gerissen. Wenn du damit sagst, du Bescheid, ne? Also ich geh schon meine helfenden Hände auf mir draufhalten. Ich bin so gut wie da. Perfekt, 20 Sekunden hast du noch Zeit. Ich bin bei zu wenig. Also da wo er war in diesem Raum. Zu wenig. Er ist auch zu wenig zu sehen. Oh, diese Witze. Kommst du? Und mal wieder hab ich einen Tod bekommen. Ah, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, ich will allgemein immer mehr Tode haben. Nick, beeil dich! Ah! Früh genug? Oh Gott, ich glaube ja. Du bist tot! Du bist tot! Er stirbt! Er ist tot! Ja! Ach, von dem Hamakala sterbe ich gleich noch. Erich, erster Tod in dieser Staffel! Er hat 17 Leben, 67 Leben, leider macht er genug Schaden, der Hamakala da oben. Tut mir leid, dass ich mich da freue, aber es ist wohl mal Zeit, dass du auch stirbst. Oh, schade, ich hab deinen Tod nicht gesehen. Hast du doch. Ich muss aber kurz flüchten. Du hältst am Weichen hinaus, oder? Ja, ja. Wehe, gib mir die Jobs nicht ab, dann bin ich wütend. Nein, du musst ja schon im Kampf sein, sonst hast du die Quest am Ende nicht erledigt. Ich weiß, das wäre schade. Ist so gemeint, bin ich nicht. Wobei, du kannst uns auch noch so nur Drecks oder so ähnlich abholen, dann geht das auch, aber. Mach ich nicht. Warum stehe ich gerade eigentlich keine Zeit? Was ist los bei mir? Weiß ich nicht. Warte mal, nee, ich kann einfach nicht. Eriksche, Willi wartet und möchte das Urteil über Meister Tonkatsu fällen. Willi kann warten? Ja. Gibt es auf dem Weg noch Leben in diesem Dungeon irgendwo? Nein, ich habe auch einen Trank verwendet. Ja, ich habe keinen Trank. Hättest du mir vorher sagen sollen, jetzt komm ich mit 130 Leben da reingelaufen. Ja, dann würde ich mal sagen, muss ich treffen in der ersten Runde. Hallöle. Hallöchen. Mit meinen 100 Leben, wie gesagt, aber... Aua. Falls für Angriff nicht reicht, kann Wilhelm noch einen Blutlederer hinterher machen, dann passt es. Jetzt kriegt Wilhelm. Er ja von Hamakala noch keinen Schaden. Eine Runde kann er angreifen. Das heißt, das Wilhelm stimmt. Könnte es in seinem sicheren Todkampf schaffen, ihn zu gewinnen. Okay, Wilhelm, Zeit zum Töten. Wen greift er an? Dich, oder? Mhm. Okay, das ist in Ordnung. Oh Junge, ein Prisma. Gefährlich. Schön, erst dass du dich erstmal heilst. Ich meine, siehst du meine Leben? Ja, finde ich gut, dass du dir keine Tränke besorgt hast. Ich hätte noch Tränke, also... Oh mein Gott, gut, dass du das gemacht hast. Nein, aber ja, so verlieren wir Wilhelm. Immerhin greift doch einmal an. Er hat seinen Standpunkt klar gemacht. Ja, auf jeden Fall. Boah, solider Schaden, Wilhelm. Ruhe in Frieden. Wir sehen uns. Viel Spaß in der Kneipe. Haben wir gerade wirklich komplett synchron gesagt? Ja. Finde ich gut. Wir sind einfach wirklich der Inbegriff der Harmonie. Ja. Erstaunlich, ne? Auf jeden Fall. Wundert mich auch sehr. Okay, er passt einfach. Er hat schon seinen sicheren Tod akzeptiert. Ja. Musst du treffen. Und jetzt kommt ein beherzter Schlag vom Willi Eisenhain. Mit dem Eisenhammer. Natürlich bin ich der Richter über sein Urteil hier. Und das heißt Urteil. Todesstrafe! Weg mit den Typen. Das war anstrengend, der Kampf. Wir haben es aber so souverän gemeistert. Bin ich eigentlich auch, ja. Ich werde wiederkehren. Ja, Hamakala stirbt nur wieder. Wurde schon vom wieder? Widerlichen Gejammer der Harmonie besiegt. Doch Hamakala und der Huf werden nicht... Doch werden sie. Nun, ich muss sagen, das war eine recht spezielle Ouvertüre, nicht wahr? Was hältst du davon, wenn wir zu friedlicheren Gefilden aufbrechen? Auch wenn die Folge eh schon Überlänge hat, würde ich sagen, bringen wir diese Quest hier zu Ende, weil es kommen noch ein paar Gespräche. Ja, muss sein. Dann ist es hier so abgeschlossen. Genau. So, Jungs, was geht ab? Wir sind Helden. Bist du das?
Und ihr nicht. Wer denn sonst? Sherlock Bones? Sherlock ja, Bones, die Legende. Sherlock Bones. Das habe ich unserem Zauberer hier zu verdanken. Ja, wir sind Helden. Zeit, das freudige Wiedersehen zu feiern. Wir müssen weiter, wir haben ein Schiff zu kriegen. Und ihr, du hast recht, dass wir den Kampf nicht überleben. Schon wieder davon gefahren. Sag ich doch. Ja, und so endet diese Questreihe. Ja, wir sind sicher, wir verpassen das Schiff. Verlassen wir diesen Ort und reisen zurück nach Kokotopia. Auf in die Wärme. Das ist ja schon ziemlich schön, wieder hier zu sein. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ich mag keine Ahnung echt gern. Ist ein cooler Dungeon. Ja, und es war richtig spannend, der Endkampf mal. Wir hatten, ich würde sagen, zum ersten Mal so einen richtig spannenden Kampf im Let's Play. Ich bin echt überrascht, dass wir das so gut geschafft haben. Ich dachte, wir sterben da viel häufiger als einmal, zweimal. Also jeder einmal. Ja, ich glaube, hätte ich den jungen Willi nicht dabei, wäre ich noch öfter gestorben. Das stimmt, aber... Der hat mir halt zweimal den Arsch gerettet. Und so konnte ich meine Heldenaktion am Ende haben. Ich sag mal so, wir sind souverän. Ja. Das wäre echt eine solide Leistung, Erisch. Ja, Erisch, auch. Erisch, komm. Da schüttle ich dir sogar die Hand. Wir waren echt in Harmonie und ein gutes Team. Erisch. Das stimmt, hier, bitte mein schönes Flügel. Warte, okay. Nein, Erisch. Ich geh runter. Wir machen das ganz seriös. Also, Erisch. War gut. Warte, wir sollten die Hände nehmen, die frei sind, nicht mit unseren Zauberstäben anstoßen. Warte, ich krieg's hin. Ja. Warte. Okay, wir halten jetzt zwar gerade mehr Händchen als alles andere, aber eigentlich ist es ein kräftiger Händedruck hier. Gut gespielt, gut gespielt. Ja, gut gemacht, Erisch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn... Oh nein. Oh nein, ich will's nicht aussprechen, Erisch. Nein! Finn, alter Suffkopf, beschützt mich! Hedge ID! Ich meine in den Rucksack hinein.